Es ist alles TNT. Oh mein Gott. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ich habe heute ein spannendes Experiment vor. Aber bevor das losgeht, Leute, auf meinem lieben Instagram-Account FloexYT, also YouTube, habe ich ein Foto hochgeladen. Das könnt ihr auf jeden Fall einfach mal auschecken. Das Besondere an diesem Foto ist aber, Leute, dass damit ein Gewinnspiel verbunden ist. Und zwar müsst ihr einfach meinen Instagram-Account folgen, also FloexYT, und da einen Kommentar unter mein letztes Bild, unter das Bogenschießen-Bild schreiben. Und dann wird in den nächsten Tagen das Ganze aufgelöst. Das heißt, ihr habt jetzt wirklich nur noch ein bisschen Zeit. Am besten ihr pausiert kurz das Video, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Oder sucht einfach nach Floex, dann findet ihr das Ganze und liked das Bild, wenn ihr Lust habt. Aber ihr müsst auf jeden Fall dem Instagram-Channel folgen und ja, Hashtag FloexArmy darunter schreiben. Das Ganze werde ich dann auslosen und dann verlose ich unter anderem Meinsuchtränge und noch ein paar Rabattcodes und so weiter. Was genau ich verlose, steht auch, glaube ich, nochmal darunter. Da habe ich nochmal darunter geschrieben. Und ja, dann könnt ihr auf jeden Fall daran teilnehmen, wenn ihr Bock habt. Aber jetzt, Leute, fangen wir an. Und zwar, wem es noch nicht aufgefallen ist, ich bin auf diesem Server Owner. Wenn ihr die Tab-Liste seht und rechts im Scoreboard steht dein Rang Owner. Ich habe in dem Fall hier gerade auf dieser Lobby keinen Rang. Also nicht wundern, und auch das funktioniert gerade nicht, weil das eine, ja, eine Test-Lobby ist. Und ja, wir werden heute ein Experiment hier machen. Aber bevor wir das machen, Leute, ihr seht schon, ich habe hier irgendwie so ein richtig komisches Skin. Ja, wenn ihr wissen wollt, warum ich den genau habe, dann guckt auf jeden Fall mal das Video oben in der Infocard am Ende des Videos an. Und jetzt würde ich sagen, ihr kennt bestimmt WorldEdit, das ist dieses Plugin, womit man ja, Sachen, Positionen markieren kann und dann das Ganze durch bestimmte Items replacen kann. Wir werden dafür jetzt einmal hier oben in die Ecke fliegen. Und ja, in dem Fall nicht mit der Axt, sondern mit einem Befehl einfach mal den ganzen Spawn hier kopieren. Dafür fliegen wir wirklich richtig hoch, sodass wir hier alles drin haben. Wir müssen noch ein bisschen nach hier. So, ich denke, so sollten wir alles soweit drin haben. Also geben wir jetzt hier ein Position 2. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das jetzt unten tun und die Glocke aktivieren und unter Optionen die Benachrichtigung auf alle stellen, damit du auch für jedes Video eine Benachrichtigung bekommst. Und fliegen jetzt wieder zurück, beziehungsweise teleportieren uns schnell zum Spawn. Jetzt wissen wir gar nicht, wo war ich jetzt? Oh Mist, Mist, Mist. Wo war ich, an welcher Stelle? Bin ich da hochgeflogen? Ich glaube, ich bin da hochgeflogen, ja. Das heißt, da war ich gerade eben. Das heißt, diagonal hier rüber fliegen wir jetzt hier hin und wir werden jetzt gleich den ganzen Spawn durch TNT, also die ganze Lobby durch TNT ersetzen. Und jetzt müssen wir hier nach ganz unten fliegen. Hallo, fliegst du runter? Ja. Also wirklich so tief es geht. Okay, ich glaube, das sollte ganz schön tief sein. Wir geben jetzt hier Position 1 ein und teleportieren uns jetzt wieder zum Spawn, Leute. Und jetzt, wenn wir hier soweit alles geladen haben, Leute, werden wir jetzt diese ganzen, das müssten über Millionen Blöcke sein, werden wir jetzt durch TNT replacen. Dafür geben wir ein slash replace TNT. Und, oh Gott, Alter. Überlebt der Server? Oh mein Gott, okay. 3.528.667 Blöcke. 3 Millionen, 3,5 Millionen Blöcke. Haben wir jetzt gerade hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, die Bäume, guckt ihr euch an. Es ist alles TNT. Oh mein Gott. Alter Schwede. Alter, guckt euch die Lobby an. Ah, Leute, hier ist Bed Wars. Hier steht sogar noch Bed Wars 2x4 und so weiter. Er schreibt, haha. Leute, nur die Dinger sind noch da. Oh mein Gott. Leute, das ist der Haustiertrainer hier. Der Villager ist noch da. Hallo, bei dir kann man bestimmt TNT kaufen. Alter. Leute. Okay.
Ich würde sagen, wir fangen auch hier an, das Ganze anzuzünden. Dafür holen wir uns natürlich erstmal ein Feuerzeug. Alter, Slash-Bild müssen wir eingeben, damit wir uns ein Feuerzeug... Leute, wir werden das Ganze jetzt anzünden. Oder sollen wir das mit einer Druckplatte? Nee, wir wollen ein Feuerzeug. Da ist Feuerzeug. Ein Feuerzeug. Ich würde sagen, wir fangen hier an, Leute. Oh mein Gott. Leute, ihr könnt jetzt hier oben abstimmen, was denkt ihr wird passieren, Leute? Was denkt ihr wird passieren, wenn ich das Ganze jetzt anzünde? Oh mein Gott. Der ganze Spawn wird in die Luft gehen. Denkt ihr, der Server stürzt ab? Denkt ihr, der überlebt das? Denkt ihr, es wird einfach alles explodieren? Okay, Leute, wir fangen jetzt an. Das ist, glaube ich, hier so ein... Nee, warte, wir müssen genau den Spawnpunkt nehmen. Ups. Wollte eigentlich... Oh, ich kann nicht mehr mit dem Dings... Egal, wir nehmen jetzt hier die Mitte. Das ist ungefähr die Mitte. Jetzt zünden wir das an. Okay. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3 Millionen Blöcke. Oh, mein Minecraft bewegt sich nicht mehr. Schnell weg hier. Leute. Oh mein Gott. Mein Minecraft hat sich aufgehangen. Ich tue nichts mehr. Ich glaube, mein Minecraft stürzt ab, Leute. Oh mein Gott. Alter, ich kann wieder wegen. Komm, 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 weg da. Ja, flieg hoch. Seht ihr das, Leute? Der ganze Spawn explodiert. Kann ich mich bewegen? Ich kann nichts tun, Leute. Ich kann einfach nichts tun. Ich drück drauf. Alter. Oh mein Gott, jetzt habe ich meinen Kopf bewegt. Leute, 3 Millionen Blöcke gehen hier gerade hoch. 3 Millionen Blöcke. Alter, das ist einfach nur absolut krass. Seht ihr da unten rechts diese zwei Figuren noch? Seht ihr die? Oh mein Gott, oh, jetzt kann ich den Kopf bewegen. Aber kann ich fliegen? Ich muss einfach nur fliegen. Jetzt keine Rückmeldung. Leute, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von solchen Experimenten sehen wollt. Ich hoffe, dass mir Minecraft jetzt nicht abschmiert. Alter. Alter, Leute. Ich würde aber sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn sich das Ganze mal ein bisschen beruhigt hat. Oder der Server abgeschmiert ist. Ja. Ich würde sagen, in der Zeit lese ich mal ein paar Kommentare von euch auf dem Handy. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, wenn wir gerade noch dabei sind, hier habe ich gerade einen Kommentar gesehen. Und zwar schreibt hier jemanden: Hi Flux, ich habe eine Bewerbung abgeschickt, aber seit einem Monat noch keine Antwort bekommen. Also einmal, ich glaube, er meint das Flux-Team. Oh mein Gott, Leute. Server ist weg. Alter. Okay, warte, wir gehen mal wieder drauf. Okay, Leute. Also das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin jetzt gerade auf den Server drauf gejoint. Und so sieht das gerade aus. Okay, Leute, ich würde sagen, damit ist das Experiment auf jeden Fall erfolgreich schiefgegangen, weil ich glaube, mein Minecraft schmiert gerade ab, der Server kackt gerade ab, also ich habe gerade nachgeguckt. Ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich noch mehr von solchen Experimenten machen soll, dann, ja, schreibt mal welche, was soll ich zum Beispiel mal ausprobieren? Soll ich das mal in einer Bed Wars-Runde machen oder soll ich mal ganz viele Tiere spawnen oder so? Leute, mit Spielern vielleicht sogar in einer normalen Bed Wars-Runde, Leute, dann schreibt das mal unten rein. Gerne Vorschläge unbedingt in die Kommentare. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Denkt dran, den Channel zu abonnieren. Und schaut auf Twitter und Instagram vorbei. Wie gesagt, denkt an das Gewinnspiel. Und jetzt haut rein, Leute. Und geradezu in den Kommentar, was ich gerade noch beantworten wollte. Oh mein Gott, bewege ich mich gerade wieder? Nee. Okay, sollte jetzt gleich noch irgendwas passieren, dann blende ich das auf jeden Fall ein. Aber zu dem Kommentar, wie ihr geschrieben habt, wenn ihr keine Antwort auf eure Bewerbung bekommt, heißt das meistens, dass ihr halt abgelehnt wurdet, Leute. Ihr bekommt halt nur eine E-Mail, wenn ihr quasi auch angenommen wurdet. So funktioniert das halt bei den meisten Minecraft-Servern oder halt jetzt auch bei dem FloX-Team. Das heißt, wenn ihr keine Antwort bekommen habt, dann könnt ihr euch entweder einfach nochmal bewerben oder ihr seid halt abgelehnt worden. Ja, die Option gibt's also. Und jetzt haut rein, Leute, und ja, ich glaube, das funktioniert hier nicht mehr so.
Minecraft hat nämlich schon wieder keine Rückmeldung. Haut rein, Leute.